Hallo, wunderschönen guten Morgen, meine liebe Studenten und Studenten. So, heute sprechen wir über eine neue Lektion für das zweite Semester. Erste Lektion ist die Familie. Die Familie. النهارده هنتكلم مع الطلاب الاعزاء عن افراد العيله دي فاميليا und allgemeine Informationen. ازاي هنعرف افراد عيلتنا وايه هم افراد عيلتنا. ممكن يكون الدرس ده خدناه قبل كده بس النهارده هنشوف العلاقات ما بينهم. اول حاجه دي فيرتا. دي فيرتا اللي هي الكلمات. So die Großeltern, die Großeltern, Großvater und Großmutter. Großvater und Großmutter. So, Großvater können wir das mal auch sagen, Opa. Großmutter auch können wir das mal sagen, Oma. So, ja, ne, ممكن نقدر نقول Großvater, اللي هو Opa, auch Großmutter, اللي هي Oma. الاثنين, die beiden sind Großeltern. Großeltern. Die beiden sind Großeltern, yani الاثنين Großeltern, yani الأجداد. Die Großeltern. So, nachher können wir das mal sagen, dass hier der Vater, die Mutter, die Mutter. So, die sind beide, sind die Eltern. Nochmal, Großeltern, was sind oder wer sind Großvater und Großmutter? So, Vater und Mutter zusammen sind Eltern. Sind Eltern. Noch einmal, die andere Seite, die Tante. Die Tante. Können wir das mal sagen? Die Tante. Nochmal, die Tante. Und der Onkel. Der Onkel. So, die beiden sind Verwandten. Verwandten, يعني أقارب. يبقى أنا عندي دلوقتي Tante, تنفع تتقال للعمة أو الخالة. Onkel, للعم أو الخال. Nachher, Vater und Mutter haben zwei Kinder. Zwei Kinder. Die Kinder. Die Kinder. يعني الأطفال عندي die Tochter. Die Tochter, اللي هي الابنة. Der Sohn. Der Sohn, die beide sind die Kinder. Die Kinder. يبقى الأطفال, Tochter und Sohn, die Kinder. طيب. Die, بالنسبة لي أنا, هتبقى إيه? Schwester. Schwester. التochter, بالنسبة لي أنا, Schwester. Schwester. Und Sohn, Brüder. Brüder. So, Schwester, Brüder. Okay. Und die sind beide für mich, bin es billig, eine Litnin Dulet, hebu, Geschwister. Geschwister. So, auf anderen Seite, Cousine, die Cousine, yani, Bintel Amme, auch Bintel Amme, auch Bintel Khela. So, der Cousin, der Cousin, Ibn al-Am, Ibn al-Khal, Ibn al-Amma, Ibn al-Khala. Yibna nochmal, die Cousine, der Cousin. Die Cousine, der Cousin. Die sind die Familienmitglieder. So nochmal, Großvater, Großmutter, Großeltern. Großeltern. Der Vater, die Mutter, die beide sind Eltern. Die Tante, der Onkel. Die beiden sind was? Verwandten. Richtig. So, hier Tochter oder für mich Schwester, Sohn oder für mich Brüder, Cousine, die Cousine, der Cousin. Das sind die Familienmitglieder. So, jetzt kommt, was bedeutet Neffe? Neffe, Thomas. Wo ist Thomas? Das sind hier. Können wir das mal sagen? Oder Nichte. Neffe oder Nichte. Unser Nichte heißt Claudia. Unser Nichte heißt Claudia.
So, können wir das mal hier suchen? Wo ist die Claudia? Ist die Tochter. Ist die Tochter. Ibnet al-Akh, au. Ibnet al-Ukht, Nichte. So, und Neffe ist hier Thomas. Thomas ist der Sohn von Vater und Mutter. Der Ibn, Baba und Mama. Al-Ibn. Neffe, der هو Ibn. Al-Akh, au Ibn. So, nochmal, hier kommt Grammatik. Unsere Grammatik heute spricht über, und unsere Lektion spricht über, das sind wir die Kelim an, el possessiv pronomen. Possessiv pronomen. So, es ist mein für ich, wenn wir die Kelim an Haktiv erhol, mein, ich. So, dein ist du, sein ist für er. Und es, ihr, ist für sie, Singular, unser, wir, euer, ihr. Ja, wenn wir gehen, man hakti ene, fa baul mein, haktek ente, fa baul dein, hakte hoa, hat ib a sein, hakte heye, hat ib a ihr, unser, dem wir gehen, man haketne ehne, euer, wenn wir gehen, man haketkum, entum. Ib a, mein, dein, sein, ihr, unser und euer. So, um ich gehe jetzt meine, oder deine, oder seine, oder ihre, oder unsere, oder eure. Basit gidden, meine, lemma ikun al-artikel, hastagdimhum imta? Hastagdimhum ala hasab artikel il-kelma li ba'di. Yani, lau kent artikel il-kelma, der, au das. Yani, bakkallim masana an Vater, fahawul ee, mein, Vater. Lain Vater, al-artikel, zay mahna shufna min shuwaya, al-artikel bitaatu ee, der. Al-artikel bitaatu der, fahawul mein, Vater. Lemma gakkallim an مامتي فهقول ماينه موتر طب ليه لان موتر الارتكل بتاعتها ايه دي ماينه موتر طيب وهكذا مع بقيت داين او داينه او زاين او زاينه يعني لما اجي اتكلم عن دير او داس او كلمه الارتكل بتاعتها دير او داس بتبقى ماين او داين او زاين او اير او انزر او اير لما اجي اتكلم حاجه دي سنجولار او دي بلورال زي مثلا غروس إلتن غروس إلتن ديت الارتكل بتاعتها دي Plural. فهقول ايه؟ meine Großeltern. مستحيل هقول mein Großeltern. طيب. بعد كده هتكلم في نقطة مهمة جدا. لما انا يجي عندي mine او my او thine او الكلام ده كله. ليه انا سميتهم possessive pronomen او ممكن اسميهم حاجة تاني possessive article. يعني ايه possessive article؟ possessive article يعني هما بيجوا مكان الارتكل. يعني انا مثلا في كلمة mine. لو انا جيت وشلت الام ديت فبقت اين اللي هي unbestimmten article زي ما احنا تعلمناها قبل كده فهتبقى mein Vater او ein Vater اللي هي بتاعه der وهكذا بالنسبه لبقيه البوسيسيف ارتكل او بوسيسيف برونومين. طيب نشوف البايشبيل ده. احمد ist das dein احمد ist das dein buch هو ده كتابك ist das dein buch er heißt weil. Okay, und das ist seine Schultasche. Und das ist seine Schultasche. Lie eines nimmt sein für den Umum sein, عشان بتكلم عن weil أو weil. So, seine, lie أنا قلت الـ A في الآخر لأن Schultasche الارتكل بتاعتها دي. الارتكل بتاعتها دي. شوف النهاردة ونتعلم دلوقتي حاجة تاني. حاجة عن allgemeine Informationen, معلومات عامة. ازاي اسال اسم ازاي اسال عن العمر ازاي اسال عن الهوايه الكلام ده كله لما اجي اسال فراج ناخ نامه سؤال عن الاسم ich frage nach name يعني هسال عن الاسم هسال ازاي اول حاجه wie heißt du wie heißt du wie heißt du طب ليه سؤال تاني ممكن اقول wer bist du wer bist du طبعا انا مستخدم دو لو انا هستخدم زي حضرتك فاقول wie heißen زي طيب هجاوب ازاي عن الكلام ده فاقول ich heiße احمد ich heiße احمد او اقول اسمي. Wer bist du؟ السؤال الثاني. Wer bist du؟ فهقول ich bin علي. طب انا لو جاوبت عن wie heißt du؟ ich bin علي. غلط؟ لا الاجابه صحيحه تماما بس احنا استخدمنا في الاولانيه نفس الفيرب اللي في السؤال. نيجي بعد كده wie ist dein name؟ wie ist dein name؟ يعني ما هو اسمك؟ dein name؟ طب لو هسال بحضرتك فهقول wie ist ihr name؟ wie ist ihr name حضرتك فاقول ماي نام از
Mona und so weiter. Ja, dann können wir das mal sagen, unseren Namen sagen. Mein Name ist Mona. Frage nach Alter. Alter, hör on. Frage nach Alter. Verhul, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nochmal, Verhul, ich bin 20. Ich bin 20. Yani, umri 20. Beide Kinder heißt allein Itame, kamen. Frage nach Wohnort. Frage nach Wohnort heißt alle sehr an. Im Kern ist ein Wohnort, gehe mit Kind mit Wohnen, Jan Jeskun, und es ein Second, bewerben, Wohnen auch Leben. Tamam? Wohnort, gehe mit Kind ist Second, wo hat man Ablikida, gehe mit Verb Wohnen, wo hat man Ablikida, Hagatini ist meine Wohnung, Wohnung, Jani Schäppe, Wohnung. Tamam? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wenn es darin geht, hin, wo wohnst du? Wo geht es zu L? Wir fragen Tati, wo wohnst du? Weil ich wohne in Minje. Es darin geht es hin, in. Weil ich wohne in Minje. Dann muss ich auch sagen, Tati, wo lebst du? Wo lebst du? Weil ich lebe in Minje. Die beiden sind richtig. Frage nach Heimat. Heimat oder Herkunft? Heimat oder Herkunft? Heimat? Das bedeutet, wo bin ich geboren? So zum Beispiel Ägypten, Deutschland und so weiter. Paul, woher bist oder kommst du? Dir bist oder kommst? Woher bist oder kommst du? Woher? Woher? So, bist oder kommst du? Frage, Paul, ich bin oder ich komme aus. استخدمت حرف الجر هنا لو احنا لاحظنا كلمة أوس. أوس يعني من. بالعربي أوس يعني من. طيب زي مثلا ممكن أقول أوس إيجيبتن أو دويتشلاند أو دير شفايتس. خلي بالنا من دير شفايتس. الأرتيكل الأساسية بتاعت شفايتس أساسا دي شفايتس. دي شفايتس. أوكي؟ دي شفايتس. لما جت بعد أوس اللي هو بياخد داتيف زي ما احنا خدنا قبل كده أو لما بيجي في الداتيف بعديه بيبقى دي بتبقى دير. دي سنجولار بتبقى دير. بعد كده نشوف الكلمة اللي بعديها دين وإس آ. دين وإس آ يعني الولايات المتحدة الأمريكية. استخدمت هنا دين. خلي بالنا مش عشان أكوزاتيف، لا، هي أوس دي وإس آ. دي وإس آ تحول الدي بلورال لدين وإس آ. ديم إراك. ديم إراك. ديم في الداتيف اللي هي أصلها دير. تمام؟ ديم إراك زي ما احنا شفنا ليندا ميت أرتكل اللي احنا شايفينهم دولت بلاد بإيه؟ بأداة. احنا عندنا في الألماني بلاد بأداة، بلاد من غير أداة، يبقى ليندا ميت أرتكل. واللي فوق دولت من غير أداة زي إيجيبتن وده دويتشلاند. فراجنا خبز خدناها الترم الأول ومنراجع عليها المرة دي. فراجة خبز يعني زي هسأل عن الهوبيز بتاعتي، فأقول was sind deine hobbies. was sind deine hobbies. طيب لو هسأل عن هوبي واحدة فأقول was ist dein hobby. was ist dein hobby. هنا بلورال فأقول إيه was ist deine hobbies. was ist deine hobbies. meine hobbies sind هوايتي هي. ممكن أقول جيتار spielen، فوسبال spielen، Schwimmen, Bücher lesen. طيب عايز اقولها بجمله فاقولها ايه؟ meine hobbies sind Gitarre spielen. طب ممكن اقول سؤال تاني او اجابه تاني فاقول ich spiele gern Fußball. ich spiele gern Fußball. او ممكن اقول ich spiele gern Gitarre. طيب هسال بعد كده عن فراجه نا Geschwister، السؤال عن الاخوات. Geschwister اللي انا قلتها من شويه اللي هم مين؟ Brüder und Schwester. Schwester. خلي بالنا من النطق ديت. Geschwister. والتانية Schwester. Geschwister. Schwester. طيب هسأل زي wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Brüder. بالجمع. حط هنا أملاوت على Bruder. Brüder. Und drei Schwestern. Drei Schwestern. يعني تلات بنات. So. أخين. وتلات أخوات بنات. نيجي بعد كده. هنسأل فراجة نخ بيروف. فراجة نخ بيروف خدناها برضو الترم الأول، بس خدناها الترم ده بالنسبة للإيه؟ للعيلة. لما هسأل عن فرد وظيفة فرد من أفراد العيلة فأقول was arbeitest du. was arbeitest du يعني ماذا تعمل. was arbeitest du. فأقول ich arbeite als. كلمة als اللي خدناها برضو فبتيجي بعد خمس حاجات. arbeiten، haben einen Job، habe eine Stelle،
und mache ein Praktikum, eine Ausbildung. Ich arbeite als Taxifahrer, in einer Taxi. Ich habe eine Stelle als Arzt. Ich habe einen Job als Lehrer. Woher kennst du? Nicht immer die Kinder, man kann zu Eltern einen Beruf, aber was bist du für ein Beruf? Was bist du für ein Beruf? Ich bin Kameramann vom Beruf. Ich bin Kameramann vom Beruf. Lesen vom Beruf, die geben ich immer ein Ausdruck. Das war unsere Lektion über die Familie und die allgemeinen Informationen, was brauchen wir im Alltag. Die kennen das Sinne an Eile und an Haya Lam und sie haben dort eine und ist Anha. Atmen al-Gamatofi, viel Glück und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss!